und fast auch alle heute mit deutscher Beteiligung. Nämlich hier erstmal Artenet gegen DATS, dann im Anschluss müssen die Jungs von Artenet noch gegen Z-Nation ran. Danach gibt NiP gegen Z-Nation auf dem Server und dann Maus gegen Rust, wie schon gesagt. Und um 22 Uhr Maus noch gegen 3D-Max. So, das so ein bisschen für einen kleinen Überblick heute Abend. Und ich bin sehr gespannt auf das Match hier. Das könnte richtig, richtig schwer werden. Wenn man sich allein mal die Namen durchliest bei DAT, dann kann es einem schon ganz warm ums Herz werden. Vor allen Dingen Kasachen-Freunde unter euch werden sicherlich Beast schon bemerkt haben. Das ist, glaube ich, auch das erste Spiel, was ich von denen streame. So in der Konstellation. Rack haut erstmal ein Bein draus. So, und endlich gibt's die Restarts. Somit viel Spaß hier heute im Auftaktmatch Artenet gegen DRT. Und die Jungs um Rack müssen hier CT starten. Direkt über den Todesgang. Aber bisher nur Hits kassiert. Krack jetzt auch ein bisschen was gefangen. Gute hätten Nate nochmal gegen Edik. Und Chrysler direkt Cutters gepusht. Hat er gut gemacht. Kann er komplett ausschließen. Fangt schon das Duell. Boah, schöner Headshot von MNL. Und Chrysler ist schon CT-Base. T-Base. Boah, wurde Schemmer jetzt. Wurde er schon gesehen? Das ist die Frage. Da war ein Schuss gerade. Oh, sie checken das, macht das sehr gut. Oh, jetzt das Eck allerdings gecheckt. Oh, und er kriegt leider keinen, kann aber alle drei ansagen. Wollte noch mit oben, Rack ist gut, ist noch am B. Richtige Abfuck-Posi auch. Der die schiebt aber wieder zurück. Wir könnten jetzt Felix reinlaufen, wir müssen den Schatten sehen. Sehr schön, macht den ersten. Und kommt nochmal weg. Gegenfläche sitzt. MNL müsste ihm helfen. Macht er auch. Schön gespielt bis er von Alternate. Boah, jetzt sitzen hier jetzt leider nicht mehr. Boah, und MNL. Boah, bekommt schön Hilfe von Solek. Sehr, sehr schönes Teamplay bisher war Alternate. Und wundert euch nicht, das Radar ist total verbuggt. Das kann man total vergessen. Ich weiß nicht, seit wann das so ist, aber seit irgendeinem Update wahrscheinlich. So, Runde wird mal richtig knapp. Schön, dritte Headshot sogar von MNL. Ledig nur noch 3 AP, da hat sich am Anfang ausgeteilt, um so viel. Boah, what? So viel Damage zu geben und MNL rastet aber sowieso aus. Sehr, sehr stark Runde von ihm, 4K. Aber ansonsten, schönes Teamplay auch von Artenet. Da hat nicht nur MNL mit seinen Fracks zum Rundengewinn entscheidend beigetragen. Ansonsten Standardaufbau. Kurz blocken sie, blocken aber auch lang. Und auch alle Bison, bis auf MNL, der eine Farmers hat. Also in letzter Zeit. Sehe ich relativ häufig MP7. Die sind gar nicht mehr so häufig. So, Lick nutzt noch gut die Smoke. Der T wartet aber auch noch ab. Hat auch keinen Support mehr. Macht auch nur noch einen. Aber Posi ist bekannt. Wir haben einen Hedger-Trampe mit der Farmers. Und der ist heute sowieso heiß. Macht auch beide mit Head. Easy Round für Alternate. Die zwei Waffen sind da auch schon fast egal. So, Lick geht auf M4, Rack auch. So, Bombe wurde auch noch nicht gelegt. Dementsprechend kann man sich hier auch noch erlauben, mit Bison weiterhin zu spielen.
Mitte noch aufpassen. Oh, Mitte zieht Hooch sogar einen Frag. Ach du Kacke. Was macht der Hooch da bitte in der Mitte? Netz gegen Welted It. Konnte schon legen. Hat aber zum Glück keine Waffe. Vorteil somit noch bei MNL. So, schön noch das Kit gepickt. So, move der ihn aus oder geht er auf Frag? Hat ihn gesehen. Schaut MNL hoch. Oh, er müsste es... Oh, nein. Er sieht ihn nicht. Er vermutet den Cutters. Was macht Welted It denn? What the fuck? Wo schießt der denn hin? Ist der bekloppt? Wie kann man das denn verschießen, bitte? Ach du Scheiße. Was aber... Ach, ein Glück von Alternate. Junge, Junge. Aber dass sie da auch gegen Hooch der Mitte noch solche Probleme haben. Ah, egal. 13-0 Alternates. Lang wird direkt eingenommen von der T. Zumindest der Versuch. Gut weggeflasht. So, Lick lässt der MNL jetzt allein. Felix spottet kurz. So, Lick kommt ihm helfen. Oh, schön, Nades schon. Sauber. So, Flash. Oh, MNL stirbt lang, ist aber fast noch egal. Oh, bitteres Timing. Ein HP bei Felix. Lucky vielleicht ein bisschen. Wenn Rack jetzt nicht gegen Lang stirbt, können sie es auf jeden Fall noch machen. So, geht spotten. Sieht hinten ein. Felix noch kurz an Treppen, aber halt nur ein HP. Und das zieht den Kurzsplit auf. Boah, was? Wie hat Crystal Linde gesehen? Lang der Grube zeigt sich gar nicht. Ah, das Plateau mit Arbe. Und Rack darf der jetzt nicht... Alter... Oh, was ein Glück. Das wollte dir, den nicht gesehen hat. Jetzt rack einfach defensiv. So, Felix mit einem HP stirbt da. So, wurde Rack schon gesehen? Ich glaube nicht. Kann er auf jeden Fall beide machen. Crystal gibt Gas kurz. Sehr schön. Letzten zweiten. Nice. Den hat. Was? Hat Crystal sich geschnappt? Ah, ne. Das wurde verdeckt von diesem komischen Feld da. Hat er doch beide bekommen. Crystal hat eben nur schon ein bisschen Damage am Anfang mitgegeben. 4-0 Alternates. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Haben wir ein bisschen Pech auch bei den Russen gerade. Ich meine, wenn der Felix stirbt, hat man die Überzahl. Sieht das Ganze schon ganz anders aus. Weiterhin Doppel-AWP bei Alternates. Crystal am B... MNL am A. Und dann spielt auch nochmal das gleiche, nehmen da wieder kurz ein. Und diesmal war der T aber schon zu weit vorn. Kriegen auch nur einen. Nate wird noch gefressen. MNL schon Headshot-Trampe. Lang ist wahrscheinlich gerade offen. Da wäre aber nicht bitte der Frag gefallen. Jetzt der B-Split. Crystal steht da noch. Und wie viel kann er jetzt noch machen? Boah, ist gerade aus dem Zoom raus. Bitter, bitter, bitter. Das muss die erste Runde an die Russen werden. MNL. Du willst ja auch gar nicht versuchen. Gibt doch keinen Grund dazu. Wird aber schon mit oben gejagt. Also die Arme wird er wahrscheinlich nicht durchkriegen. Oh, was sie für ein Pech haben in der Runde. Aber gut drauf gespielt, gut gespielt eigentlich von den Russen, diesmal kurz schneller einzunehmen. Und da hat sie ihn komplett auf den falschen Fuß erwischt. Und die müssen auch direkt in die Eco. So, wir spielen das jetzt auch weiterhin so. Boah, schönes Ende für Felix. Kann Elik da auf 18 AP runterschießen. Der war jetzt aber schon B raus. Crystal hat auch schon die Hits gefangen. Hey, diese Punkte auf dem Radar, da kann man sich echt null drauf verlassen jetzt. Boah, wie er da noch einen kriegt mit seinem Low AP. Sehr starke Runde bisher. Oh, ein Sound scheinbar auch nicht vorhanden bei Beast. 2-2. Beide haben eine Waffe. Der Minette leider sehr weit weg, auch kein Kit. Eine Nate noch.
die bitte aber nichts großartig machen. Sie wollen es trotzdem versuchen. Ein Plateau eingesehen. Ah, geht jetzt trotzdem weg. Wir sind genau, haben kein Kit. Zeit läuft auch davon. Solek, wenn er den Frag gesetzt hätte, hätten sie es wahrscheinlich noch instant probiert. Aber somit zwei Waffen gesaved. Geld somit gespart. Nächste Runde kann man... Doch, kann man auf jeden Fall kaufen. Rack und Felix kann man legen. Und somit wird es wahrscheinlich nämlich nur eine einfache Eco. Keine Doppel-Eco, die man wahrscheinlich hätte jetzt machen müssen. Von daher sehr gut, dass mir die Waffen durchgebracht hat. Wird direkt ein B attackiert. Boah. Boah. Schöner zweiter Schuss. Im ersten sah es mir so, dass es aber richtig lang gebraucht hat, um den zu hitten. Boah, und er weiß nicht, dass Linkssteiner ist. Trotzdem noch schöne Reaktion von ihm. Schön von Felix noch die Mitte. War ein wichtiger Frag. Jetzt tust du und du. Beide über Doors. Boah, die Smoke eigentlich eher hilfreich für die Terrors. Boah, er sieht ihn noch. Oh, geht er mit Prefire rum? Also Beast, was ist denn mit dem los? Die Bombe liegt auch hervorragend. Felix hat leider kein Kit. Er muss den Flex setzen. Schön, oh, schön auf die Kiste gesprungen. Jetzt das Kit picken. Oh, er hatte auch keins, oder was? Ne, er hat es schon gepickt. Lol, selbst gerade gar nicht gehabt. Oh, das schafft er. Boah, starkes 1-on-1. Aber Beast schon wieder mit komischem Sound. Oder er hat gedacht, dass er gedeckt wurde. Hat sich somit weiterhin auf Tor konzentriert. Aber wirkte bisher beide Situationen, auch die Mitte unten, wirken schon arg komisch. So, scheinbar hat hier noch eine richtige Lex. Ja, wenn es bei dir leckt, dann einfach mal reporten. Und... Ja, mehr kann ich auch nicht machen. Bei einigen scheint es nach seit einiger Zeit gut zu laufen, von daher... gibt es da von meiner Seite eigentlich keinen Bedarf, hier irgendwas umzustellen. Dann wahrscheinlich halt auch. Also sind dann wahrscheinlich kleinseitige Probleme. So, wieder eine A-Split. Sind langsam sehr weit vorne. Oh, da hätte aber keine Probleme, da auch null Equipment vorhanden ist bei DRT, um da irgendwie mit Smokes Flashes drauf zu gehen. Jetzt kurz noch so ein kleiner verzweifelter Move von Yubike. Auch gemacht. Ich meine, Schaden haben sie zwar gesetzt. Boah! Das war ein schöner Schuss von Beast. Aber trotzdem, Spot noch. Schöne Pose von Crystal. Boah, den Arm hat er auch gesehen. Boah, sehr, sehr starke Arm von ihm. Auch am B vorhin die zwei Schüsse. Beziehungsweise der zweite war super. Und jetzt auch hier nochmal schöne zwei Fracks. Also Arthur überzeugt zumindest 1-2-mäßig schon mal ganz gut. DRT enttäuscht ein bisschen, was die Taktiken angeht. So richtig ernsthaft unter Druck können sie hier Arthur nicht setzen. Nell hat da auch immer sehr viel Kontrolle lang. Und das gibt natürlich Altend auch die Chance, kurz zu blocken. Boah, schöne Fake-Smoke von... Boah, das hat er auf jeden Fall nicht gerafft. Boah, er hat jetzt gutes Timing. Boah, sehr, sehr gutes Timing. Derweil geht's kurz wieder an. Da blocken wieder Felix und Solek. Boah, MNL da... doch zu weit durchgepusht schon. Haben sie gut abgeaimt. Nochmal der nach hinten. Crystal macht seinen zweiten. Oh, schön einer. Felix stand wahrscheinlich Anti-Flash. Hilft da Solex. Sehr schön gespielt. Wieder sehr gutes Teamplay. Jetzt der eine kurz noch, der andere lang. So, wofür entscheidet sich Solex? Nimmt er die Pose an, die Rack vorhin schon hatte. So, kann
kann den langen Spieler machen. Boah, den zweiten auch direkt drauf gewesen. Schöne Runde, 7 zu 2. AK nimmt er mit, Geld natürlich auch vorhanden. Bei DRT eher nicht. Und 7 CT-Runden sind auch schon mal sehr, sehr ordentlich hier auf das 2. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob Copenhagen Games jetzt bei den... Ui. Ob die Copenhagen Games jetzt fest eingeplant sind oder ob das immer noch nicht feststeht. So, gehen jetzt wieder gegen Crystal. Sehr schön. Dritten vielleicht. Ah, da war auch ein Doppelzoom. Aber Rack ist da. Felix ist schon von hinten. Eins, Nummer zwei. Zwei Waffen soll verloren, aber scheiß drauf. Eco ist geholt. Achte Runde overall. Geld hat man auch gut. Man könnte es sich theoretisch sogar leisten, hier eine Runde abzugeben. Könnte danach trotzdem kaufen. Von daher läuft das Spiel gerade hier perfekt für Alternate. Boah, was? Also Crystal spielt echt eine überragende Arbe. Und Lang wird auch nicht richtig gut eingenommen. Wenn man da wieder relativ leichten Frag war, selbst sogar halb angeflecht. Die Ghosts sind einfach nicht gut genug. Diese Moves am Anfang. Da wird einfach nur versucht auf Einzelskills und eine Flash drüber. Das reicht da einfach nicht gegen so ein Top-Team. Die da genau wissen, wie sie dagegen zu agieren haben. Ah, oh, den zweiten anderen gar nicht so sehen. Oh, der wird jetzt einfach nur überfahren. Sehr schön gemacht. 9 zu 2 die Führung. Wirklich keinerlei Probleme hier. Wieder auch gar nicht so viel Geld bei DRT. So, einfach nirgendwo ein Durchkommen gerade. Crystal am B hittet jeden Shot. Einzig Mitte könnte man nochmal was machen. Aber das ist halt das Problem, dass die Kurzspieler immer direkt da sind. Das ist eine Art Rundlauf. Boah, Xbox. Boah, er kriegt den tatsächlich noch. So, das hilft. Er steht dann lang. Sehr schön gemacht von Solek. Smokt sich nach. Boah, er sieht den zweiten nicht. Rack hilft ihm da. So, Mitte unten bekannt. Solek geht er direkt hinterher, aber Rack macht es auch alleine. 10 zu 2. Wieder eine schnelle Runde, wieder kaum, ja, kaum Druck dafür halt nicht. Kaum auch eine ansatzweise eine Bedrohung. Aber wenn er so weitergeht, dann wird das hier ein richtig, richtig hohes Ergebnis. Er ist aber auch recht stark an Land. Da jedes Duell. Aber ich verstehe auch nicht, warum man da immer wieder einen nimmt. Wenn, dann kann man das doch mal spät einnehmen. Also sie kommen halt nicht mal dazu, hier irgendwie einen Go ansatzweise zu spielen. Sie kassieren halt schon vorher immer instant. Boah, jetzt wollte das mal ein bisschen umgehackt am B. B-Spot von ihm eingenommen. Oh, ein Hutsch ist lang. Das wissen sie nicht. Er sollte jetzt auch auf jeden Fall nicht schießen, wenn er durchgeht. Macht er auch nicht. Sehr schön gemacht. Wenn jetzt die Bombe legt, legt sie zu lang. So, jetzt müssen sie es eigentlich schon hören. Aber in so einer Situation achtet man da nicht unbedingt direkt drauf. MNL hat schon gecheckt, aber sie wollen noch einen Frag. So, und jetzt kann es Hutsch machen. Er legt direkt auf Frag. Mit Galil halt leider. Boah, setzt den einen. Der zweite ist schon close. Sollte jetzt vielleicht einfach weg. Boah, MNL ist schon fast da. Boah, und Hutsch kommt noch hinters Eck. Und jetzt sollte er es eigentlich gewinnen, wenn er es ruhig runterspielt. Boah, macht er auch. Schön gespielt von Hutsch am Ende. Schön, da den direkt den ersten gezogen. Und beim zweiten noch weggekommen. Sehr gut gemacht. Alternate da auf den Fake reingefallen. Das ist die einzige Runde, die mal irgendwie im Ansatz
gut ausgespielt war von DRT. Warum sie da auch sich anlegen, das ist halt so unverständlich. Wollte die Cheaten weg. Crystal Felix weiter. Solek Felix weiterhin dann kurz. Dann wieder lang. Also vom Aufbau her eigentlich jede Runde das gleiche. Oh, Nates. Schön getimed. Ah, zumindest hier eh. Boah, jetzt mal beide kurz gefallen. MNL, da kommt doch keiner lang. Das ist jetzt endlich mal auch eine gute Ausgangslage hier für DRT. Wollte Ditch schimmelt noch Mitte ab und Rack wird das Eck wahrscheinlich nicht checken. Macht er auch nicht. Oh, flieht das so eher gegen Crystal. Und direkt eine Mitte gedroppt. Was? Sind die denn bekloppt? Warum legen die nicht einfach. Ah! Sind die. Sag mal. Sag mal, hallo? Wer sagt denn bei denen an? Eine bessere Ausgangslage kann man da nicht haben. 3 und 3, man hat A eingenommen, man weiß, dass lang einer ist. Dann einfach legen und die Runde safe machen. Also total unverständlich, warum man da nochmal wegschiebt. Oh Mann, oh Mann. Keine Ahnung, was sie dabei gedacht haben. Also das war sowas von verdient abgegeben, die Runde. Und in der letzten hatten wir jetzt auch nur P250. Eine Headshot von Yubike, aber. Ah, der hat schon Headshot-Rampe. Facen das für zweit. Boah. Nicht der P250-Fracks. Ach, er hat aber auch schon da hinten dicht. MNL macht's. Überragendes Spiel von MNL hier, aber auch Crystal. Eine sehr schöne AWP. Ansonsten aber eigentlich auch eine gute Teamleistung. 12 zu 3, somit die Führung. Und gleich geht's weiter mit der zweiten Hälfte hier auf The Dust 2. Ah, ich finde die AEs finde ich auf jeden Fall auch kacke, auf jeden Fall noch. Da könnte man auf jeden Fall das ein bisschen verbessern, dass sie auch Damage durch, also ein bisschen Area of Effect Damage machen, so. Beste Kommentar, Russen halt total besoffen am Wochenende. Ja, scheint echt so. So, aber ich glaube, dass Alte, ob Alte halt mithalten kann international. Ja, generell eigentlich schon. Muss man halt abwarten, ob sie Copenhagen Games fahren. Ich denke mal, da können sie auch relativ weit kommen. Bin ja der Meinung, dass das Wien-Event schon ein kleiner Ausrutscher war von sowohl Alte als auch Faculty. So, mit der Piste haben sie auch null Probleme. Sind einfach lang durchgefahren. Der T ist ja meilenweit entfernt. Auch nur irgendwie die Piste noch zu holen. Dann ist einfach noch wieder drauf. Die Bombe tickt eh schon viel zu schnell. Also gut, verschießt da auch noch. 13-3 die Führung. Alternate sollte das Spiel jetzt schleunigst hier mit 16-3 bitte beenden.
Ja, ne? Einfach überfahren hier. Das ist halt echt schwierig bei so einem Team, wo alle oder fast alle am Arbeiten sind und einfach dann nicht so durchsuchen können wie andere Teams. Weil dass sie mithalten können, haben sie ja zum Beispiel gegen ESC letztens gezeigt. Auf Inferno. Auch wenn der ESC vielleicht total neben der Spur war. Aber ich denke, da muss man trotzdem erstmal gegen ESC gewinnen. Wie das Ganze im LAN aussieht, ist natürlich fraglich, aber... Ja, ich meine... beste Beweis ist ja eigentlich immer noch das Draw gegen Very Games, was sie sogar hätten gewinnen müssen. Auf in Wien. Von daher erübrigt sich eigentlich schon die Frage, ob man hier mithalten kann oder nicht. Und den Loss gegen Logix auf Mirage würde ich da nicht zu überbewerten. Denk mal, man kann froh sein, dass man hier so 3, 4 bis 5 Teams hat in Deutschland, die international auf jeden Fall in Wörtchen mitreden können. Nicht gnadenlos untergehen. Ja, ich denke mal, damit kann man schon recht zufrieden sein. Und man darf natürlich gespannt sein mit Alternate, mit Maus, mit Faculty vor allem. Hat man auch 2 Teams, die es vielleicht auch ein bisschen weiter oben in die Top 5 vielleicht schaffen können. Wer weiß. Maus steigert sich auch gerade kontinuierlich. Von daher mal abwarten, was auch das Bootcamp gebracht hat. Den ersten Eindruck davon dürften wir heute Abend bekommen. So, während ich hier laber, geben sie die erste Equipped Round ab. Aber ist scheißegal, haben eh schon das Draw. Die eine Runde werden sie ja wohl noch holen. Vor allen Dingen wirklich davon überzeugt, dass Faculty auf dem nächsten Event, also Copenhagen Games, wieder deutlich stärker sein wird als in Wien. Da ist einfach alles gegen sie gelaufen, da hatten sie einfach auch ein bisschen Pech. Und ja, wenn das anders läuft, wenn sie da auch ein bisschen mal ausgeschlafen sind und so das ganze Umfeld nicht gegen sie spricht, dann sehen die Turnierergebnisse natürlich schon wieder viel, viel besser aus. Was man vor allen Dingen auch sagen kann, erstmal hier GG, Kratzer und Alternate, aber was man natürlich auch sagen kann, das Turniersystem auf dem Copenhagen Games spielt wirklich, also ist wirklich unglaublich geil. Nach dem Event kann man dann wirklich genau sagen, wer ist gut, wer ist schlecht, wer hat es hier verdient, da einfach alles Best of 3 ist. Ja, aber dazu zu gegebener Zeit mehr.